Ja, wieder. Oh mein Gott. Good morning. Hey, Chantal. Oh nein, Chad! Ich dich auch nicht. Ich hab erstmal einen falschen Hut auf, weil ich noch gerade in der Hutauswahl war. Und dann bin ich Jester. Shit. Das Problem bei mir als Jester ist, dass ich als Jester immer als der krasseste Crewmate spiele, der den Fall löst. Bald schon dreimal so. Oder ich werde direkt getötet. Das kann auch sein. Also als Jester will man ja trotzdem den Fall lösen, um die Imposter zu dodgen. Schuh! Ich habe keinen Plan, was ich bei dieser Task machen muss. Ich gehe mal weg. Ich gehe mal kurz hier hin. Liest man das hier ab? So, die Kamera hat mich gesehen jetzt von der Oha. Oha. Ist Electrical eine Common Task? Hallo. Electrical? Ja, nein, es gibt zwei Common Tasks auf diesem Map. Kabel und oben im Meeting Room der Code. Aber alle Kabel dann? Wenn Kabel Common Tasks sind, sind alle Kabel Common Tasks? Oder nur eine? Ist alle Kabel. Ja, okay. Eine bestimmte Kabelsorte oder alle Kabel? Nee, nee, das ist ein Unterschied. Alle Kabel. Kabeljau nur Kabeljau, Simon. Okay, Vase, hau raus. Ich habe Caruso gefunden im Security, der liegt vor der Kamera. Ich kam oben von Engine Room, glaube ich. Da habe ich Patsy habe ich noch in der Kitchen getroffen. Jo, der hat Burger gemacht. Genau. Wait. Mich hast du auch getroffen. Ja, in der Main Hall oder so, glaube ich, ne? Ja, in diesem Gang, wo du so zuvor kamst. Ja, jedenfalls bin Security reingelaufen und der lag da vor den Camps. Dann ist es Matteo. Timmit, warum glaubst du, dass ich es bin? Weil du mit Caruso gelaufen bist in Kitchen. Ja. Dann habe ich euch verloren und Caruso war in den Camps und du warst weg. Folgendes, ich bin gespawnt mit Baso, Shushu und Unge auf der rechten Seite in Cargo Bay. Und dann bin ich nach oben gelaufen und hab meine Task gemacht. Und dann war ich mit Chantau in Records und die Kamera ist ausgegangen vor so 5 Sekunden, glaube ich, Chantau. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber kann sein, ja. Sprich, ich würde gerne von Matteo die Rolle hören. Warum? Sag doch mal, was du für eine Rolle hast. Crew! Was? Hä? Nee, das. Ach komm! Hä? Ich hab letzte Runde gesagt, Baso von erster Runde aus. Also, ihr könnt doch nicht. Ey. Ich bin ja komplett OP. Wie OP bin ich eigentlich? Hä? Ey, ich bin ja der. Also, ich bin ja komplett OP. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich hab mich nicht mal gewotet. Ich hab mich nicht gewotet. Hä? Ich hab Timmit gewotet. Da muss ein Mayor mit. Ich bin ja. Ey. Also, explain yourself. Ich bin ja eine komplette Maschine. Ach du Scheiße. Du bist der beste Jester ever. Alter, was? Hä? Ich hasse diese Jester, weil er einfach so. Ja! Scheiße! Alter, wie geil! Ey, ich bin ja. Wie sehr hast du alle Menschen? Weil guck mal, Baso hab ich outgecallt und es war obvious. Also, Baso wurde nicht gewotet, 6 Runden lang, bis nur 5 Leute da waren. Alter! Und dann Baso dann gewotet. Und Menschen, ja, das ist irgendwie so dieses. Wir voten Matteo. Vor allem, ich war ja nicht mal so krass sass oder so, oder? Also, ich hab jetzt. Ich hab bei 9 Leuten, also bei 10 Leuten hab ich mir schon. Bei 9 Leuten hab ich schon gedacht, so, da wollte ich jetzt mit drauf, weil. Also, die Chance, dass er wirklich Joker ist, der ist so verschwindend gering, der wieder. Der war ja, du kannst ja nicht erkennen, dass er Joker ist. Ich dachte, aber also den nehmen wir jetzt. Mayor, der mitgewotet hat auf Matteo? Ja, Mayor. Ey, was eine wilde Runde. Wow. Also, Jester. Wow, Matteo, also, holy shit. Ich tue das jetzt trotzdem einfach als Win. Nee. Ey, was eine. Also, Jester. Spaß. Doch, doch. Das glaubt mir doch jetzt keine Sau. Das glaubt mir doch jetzt keine Sau. Ich bin schon wieder fucking Jester. Oh, nee, also. Nee. Nee, unmöglich. Und nein, die töten mich jetzt. Tötet mich. Oh mein Gott. Und also die Jester-Runde davor, das war die wildeste Runde ever. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt spielen soll. Ich sterbe wahrscheinlich direkt. Also Back-to-Back, das glaubt halt aber auch kein Mensch, ne? Security sind 2 Stück. Records sind 2. Main Hall sind 2 mega lange und Cargo Bay eine Person. Warum sind die so mega lange hier drin? Oh, das ist ein. Gibt's da ein Vent überhaupt? Nein, oder? Okay. Timmit, ich hab eingesperrt. Ich hab gesehen, wie Timmit gerade gekillt hat. Und zwar gelb. Ja. Aber erstmal Blesk. Ja, bitte, Blesk. Ja, Timmit hat gelb getötet. Ja, das hab ich keine auch Ahnung. Gelb liegt links. Nicht links. Aber lass mich mal mehr drauf machen. In der Main Hall unter der Dusche. Also unter dieser Einzeldusche, nicht in Showers. Unter der Dusche? Unter der Einzeldusche. Dann was nochmal.
Damals Unge, ja. Nee, Tim mit. Das wäre so geil, wenn Tim mit Jester wäre einfach. Lüge, Simon. Nein, nein, Simon ist eingesperrt. Ich würde gerne noch was dazu sagen. Party muss relativ frisch sein, weil der ist vorne auch in Mainhall unterwegs gewesen. Der ist Richtung Showers gelaufen. Ist es gerade der allererste, ist es die erste Runde gerade? Sind zwei Leute gestorben, ja, oder? Ja. Okay. Ich habe Lifeline-Info. Chantau ist vor 38 Sekunden gestorben und Parzival muss irgendwann in der Zeit gestorben sein. Ja, also dann sicher, dass du auch richtig gezählt hast. Hast du gezählt? Ja, also ich richtig gut 40 Sekunden gezählt. Ist ja Kill-Cool da. Also ich stand an der Lifeline, Licht ging aus, Chantau ist gestorben und da habe ich richtig gezählt. Das wäre mir voll zu blöd, so lange zu zählen. Ja. Also Timmet und ich waren gerade eingesperrt unten bei dem, wo Lichtschalter, wo man auch zu diesem Deck rausgeht. Und das ist ja Parzival rechts neben uns getötet. Ja, ich könnte der Killer sein, aber du nicht. Ich könnte der Killer sein. Danke. Weil, also Tim ist 100% safe, also, ja. Danke, Imposter. Ich hab eine Was ich nicht verstehe ist, Party ist nach rechts weggelaufen in Main Hall. Der müsste über die Leiche drüber gelaufen sein. Wenn er gestorben ist, warum? Dann war Party wahrscheinlich Joker und hat die Leiche nicht reported. Weil wenn die älter gewesen ist, Party ist nach rechts gelaufen, wo soll er denn hinlaufen? Ja. Einen Treppensound gab's nämlich nicht. Ich hab potenziell schlechte Nachrichten. Sollte Vlesk Imposter sein, der Sheriff wird sich dran erschießen. Oh, wer war das? Oder zumindest ich hab einen Vote? Was ist denn jetzt? Du hast also vielleicht ein Schild gegeben. Ich bin nicht mehr Sass. Nee, ein Schild nicht. Also, ich glaube, ich hab es so weit runtergebeult. Ist auch ein Straßenschild. Ich hab so weit runtergebeult, dass es nur noch Blesk, Baso und Caruso sein können. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber das ist so ein bisschen gerade mein. Das, was ich gerade so denke. So, die Frage ist, jetzt halten wir uns von denen fern oder versuchen wir halt rumzulaufen und eine Leiche zu finden? Wenn das stimmt, was Unge und Timmet gesagt haben. Schuh ist ein Kind, das war ein Double Kill, das heißt, Schuh kann es nicht sein. Timmet mit der ganzen Info, wir gucken mal, ob jemand gestorben ist. Ich glaube, ich sterbe jetzt, oder? Ja, Caruso ist tot. Es sind dann Blesk und Baso zusammen. Ich würde mich eigentlich am liebsten verstecken. Oder mach Licht an, komm. Mach Licht an. Aber guck mal, waren es Baso und Vlesk und ich bin wie der Jester? Sind es genau dieselben Rollen wie gerade eben? Aber mit Ungus mit. Jetzt haben die. Gut. Okay. Nein, Timmet, nein! Nein! Ich hab. Nein! Okay, Moment. Ich hab jetzt gesehen, dass es Vlesk war. Ich weiß, dass es Vlesk ist. Ich hab gesehen, dass es Vlesk war. Du sagst, Matteo ist der Mörder? Matteo. Höchstwahrscheinlich, würde ich von ausgehen. Du bist gerade zu Leiche gelaufen, oder nicht? Ja, aber Matteo ist gerade von mir, aber wir sind gerade mit ganz vielen Leuten in dem Raum gewesen, Lifeline, und Matteo ist gerade aus dem Raum rausgelaufen, also das ist schon sehr unwahrscheinlich, dann musst du den Kill wirklich gesehen haben. Ich bin in Kameras, Tim ist an mir vorbeigelaufen, der ist an Security rein, in Electrical, ich laufe gerade rüber und die Leiche liegt neben Security rechts in dem kleinen Gang bei Electrical. Okay, mein Problem ist... Kann Mental nicht geschafft haben. Mein Problem ist, ich hatte gerade die Cam auf, als ich gelaufen, also die Map auf, als ich gelaufen bin. Deswegen, ich kann jetzt weder das eine noch das andere halt sagen. Also es ist nicht gerade umgefallen, aber es sah so aus, als ob Matteo Also naja, doch, so letzten 10 Sekunden. Ich war in Medical und gehe nach oben und laufe Unge, Matteo und Timmet entgegen, die alle nach links gelaufen sind. Ich bin in Cargo-Bay reingelaufen, also es muss Unge oder Matteo gewesen sein. Nee, also Baso war es auf jeden Fall nicht. Also ich kann dir sagen, wie es ist. Mental war es nicht, das hat von der Zeit nicht gereicht. Baso war es nicht, die ist nach rechts oben gelaufen. Jeff war es nicht, der ist auch nach rechts oben gelaufen. Es können für den Kill nur in Frage kommen Shushu und Vlesk. Nein, Shushu war Kind und es gab einen Double Kill. Shushu kann es nicht sein. Ich bin auf der linken Seite und beim Lights da unten und jetzt mache ich gerade den Burger und davor habe ich Jeff. Ich werde mich jetzt voten müssen, weil es die letzte Chance für mich ist. Joker gewesen sein, du kannst jetzt nicht auch noch Joker sein. Matteo steht gerade in Report Range und ist nochmal umgedreht. Ich habe die Map auf. Also das kann zeitlich irgendwie nicht so hinkommen. Ich hab die Map dann müsst ihr es beide sein. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass du ihn rausnimmst. Jetzt ist kompletter Bullshit. Für mich sahst du aus, als wäre es zu früh. Für mich ich hab Matteo gewartet. Also entweder sind Unge vielleicht... Nein, dann ist es Simon. Dann, oder? Hä? Ich hab die Map auf Simon, ich weiß nicht, was... Wer hast du jetzt gewotet, Mental? Ich hab dich jetzt gewotet, Simon. Ja, also, ist ja Simon. Komplett dumm. Ich bin der Einzige, der nicht rausgenommen hat. Ja, ich dachte jetzt Mental. Warum? Ist mir scheißegal. Ja, weil die anderen nicht gewotet haben, ist eh zu spät bei 6. Aber du kriegst doch nur einen Vote von mir. Oh mein Gott, lässt ja, Mental ist Jeff. Mental ist Jester, oder was? Timmy, du warst nicht müde? Ist Mental schon wieder Jester? Einer Fehler, weil Mental kann's nicht gewesen sein. Es war wieder ein Fehler einfach. Ja. Nein, hä? Aber wer hat denn nicht wieder
Ich bin... Es kann Mäntel nicht gewesen sein. Aber du redest halt, er steht auf der Leiche drauf. Ja, aber hör mir doch einfach zu. Er kann es zeitlich nicht gewesen sein. Er kann es zeitlich nicht gewesen doch, sein. Doch, kann er. Er steht auf der Leiche drauf. Ich habe vor ihm getötet. Unge, ich habe vor ihm getötet. Vor seinem Gesicht. Was? Ey, ja. Ist das geil. Aber deswegen ich habe vor, ich, nein, ich habe ich, vor, nur du. Ey, pst. Ich habe vor ihm getötet und er hat nicht auf mich geschossen, weil er Map auf hatte. Aber hatte das wusste ich auf. Natürlich nicht. Ich hatte die Map nicht auf. Also er hatte natürlich nicht die Map auf, also, aber ich wusste nicht, dass ich vom Joker töte. Baso, warst du zweiter Imposter? Nee, ich war zweiter Imposter. Ah, Schuh, krass. Ja, ich habe doch gesagt, es geil. Kann nur Schuh oder Bless gewesen sein, habe ich gerade gesagt. Aber ist egal. Ja, also ich habe den Killer auch gesehen, weil mein Charakter ist weitergelaufen und man sieht ja dann, was der sieht und da stand halt Bless in der Ecke. Ja. Und, ich, aber und als, genau deswegen hat Vesto auf dich geschossen, weil er konnte erst in diesem Report-Moment weitergelaufen sein zur Leiche. Aber er hat nicht die Zeit gehabt, die Leiche zu töten, weil erst gerade Sekunde bevor er report wurde, ist er aus dem Raum rausgelaufen, wo ich drin war. Deswegen wusste ich, dass Mantle es auf keinen Fall sein konnte, Basos auf keinen Fall sein konnte und Jeff es auf keinen Fall sein konnte. Das Leben für mich Shushu und Bless. Einfach mal töten. Also, ich hätte daran denken sollen, dass er Joker ist, aber ist halt, ich bin bei sechs Leuten. Okay, ich bin bei sechs Leuten. Nein. Ja, ich hab's mir, ich konnte es mir natürlich schon denken, nachdem er nicht auf mich geschossen hat. Aber nachdem ich einen Meter vor seinem Gesicht getötet habe. Dachte mir, ich gewinne das 50-50. Und dann merke ich so, oh, ich bin im 50-50 mit jemandem, der potenzieller Joker ist. Was mache ich jetzt? Entweder ich werde gewotet oder er wird gewotet. Sprich, ich gehe das Risiko in jedem Fall ein, weil ich sonst sowieso verloren habe. Ich dachte halt nicht, dass Vlesk Imposter ist, weil er ja, also es hätte ja auch ein Jester sein können. So, deswegen war das für mich so. Ja, ich fand's, schön, wie Unge versucht hat, noch so letzte Sekunde zu sagen, Mantle ist Jeff. Was? ja, krass. Ja. Schon wieder Jester, Matteo. Heftig. Ich habe auch so gelacht. Ich habe gerade so gelacht.